Faktencheck Weihnachtsgeschichte. Wir stellen heute einige Aspekte der Weihnachtsgeschichte mal auf den historischen Prüfstand. Heute schauen wir uns die Volkszählung an. Die steht in Lukas 2, Vers 1. Und tatsächlich sind in Rom einige Volkszählungen belegt. Zum Beispiel gab es eine 104 nach Christus in Ägypten, wo der Textlaut sogar fast gleich zu dem in Lukas 2 ist. Zusätzlich ist in Judäa eine entsprechende Volkszählung belegt. Und sogar unter der Person, die in der Bibel benannt wird, nämlich unter Publius Sulpicius Quirinius. Aber das Problem ist, dass die Chronisten diese Zählung auf 6 nach Christus datieren. Und Jesus ist ja wahrscheinlich 6 vor Christus geboren worden. Aber dazu gibt es nochmal einen extra Faktencheck. Die nächste Herausforderung, die wir haben, ist, dass die Volkszählung in Syrien stattfand und nicht auf der ganzen Welt. Da müsste man schauen, ob das ein Stilmittel von Lukas war. Noch ein Indiz spricht für die Zählung. Die Kirchenväter Justin und Tertullian, die ca. 50 bis 100 nach Christi Tod gelebt haben, die haben in ihren Schriften den Zweiflern geschrieben: Leute, wenn ihr es nicht glaubt, dass diese Zählung stattgefunden hat, dann geht doch hin und schaut in den Archiven von Augustus nach. Da kann man noch die Einträge von Josef und Maria von der Volkszählung finden. Das heißt, der Umfang und das Datum der Volkszählung sind nicht ganz klar nachweisbar oder sind nicht klar belegbar. Alles andere aber schon. Für mich sprechen somit die Indizien für diese Volkszählung, wie sie in Lukas beschrieben ist. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Seid ihr vielleicht komplett anderer Meinung oder habt ihr andere Fakten? Dann schreibt das unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns.